Die dunklen Wolken und das dazugehörende Schiedwetter passen irgendwie. Trainingslager in Donaueschingen am Rande des Schwarzwaldes. Der Tag für die Werder-Profis beginnt mit einer Flachetappe über 500 Meter vom Hotel zum Trainingsplatz. Dem Brasilianer Wesley steht die Freude schier ins Gesicht geschrieben. Es ist Freitag und Manager Alofs und Trainer Schaf können schon wieder lachen. Das war ihnen Anfang der Woche kurzfristig vergangen. Der Ärger kam von zu Hause aus Bremen. Hier, wo grundsolide Kaufmannsregeln gelten, hat der Aufsichtsratschef Lemke ein Machtwort gesprochen. Es wird nur ausgegeben, was vorher eingenommen wurde. Damit machte Lemke seinem Nachfolger das Leben nicht gerade leichter. Ja gut, das ist eine Sache, aber wie gesagt, jetzt eben in der anderen Funktion zu sein, das ist wieder eine andere Sache. Also ich unterschätze diese Verantwortung nicht, die man als Mitglied des Aufsichtsrats hat. Die Verantwortung von Alofs liegt darin, eine wettbewerbsfähige Mannschaft zusammenzustellen. Angesichts der verletzten Misere keine leichte Aufgabe, erst recht nicht, wenn ein Europapokalplatz dabei rausspringen soll. Um erfolgreich zu sein, muss man auf der einen Seite muss man Risiken eingehen, aber das müssen kalkulierbare Risiken sein. Und die Risiken dürfen nicht dazu führen, dass ein Verein sein Gesicht verliert. So kommt Sokratis Papastathopoulos, kurz Papas, erstmal leihweise vom AC Mailand an die Weser. 800.000 Euro die Miete für den 23-Jährigen. Abwehrspieler. Also sind Sie jetzt kein König ohne Reich oder einer, der sein Reich erst zurückerobern muss durch Verkäufe oder durch Einsparungen? Nein, das ist doch verrückt. Es gibt doch klare Regeln. Und der Aufsichtsrat ist nun mal das Gremium über der Geschäftsführung. Und das war in der Vergangenheit auch so. Wenn wir uns außerhalb eines Budgets bewegt haben, dass man dann die Genehmigung des Aufsichtsrats einholen musste. Also von daher haben sich die Spielregeln nicht geändert. Nur bei uns hat sich verändert, dass wir eben in diesem Jahr nicht die Einnahmen aus der Champions League haben werden. Und bisher haben wir zumindest auch noch nicht die Einnahme aus einem Spielerverkauf. Das war in den letzten Jahren war das immer der Fall. Thomas Schaaf möchte nach dem Abschied von Thorsten Frings auch keinen mehr hergeben. Im Gegenteil. Mit Andreas Wolf vom 1. FC Nürnberg ganz links hat er Verstärkung für die malade Defensive bekommen. Und vom FC Schalke 04 kam Lukas Schmitz, ein Verteidiger, noch einer für die Bremer Problemzone. Verspüren Sie sowas wie Druck, dass Sie jetzt Fünfter werden müssen, auch mit Blick auf die Finanzen? Na, wir müssen erstmal einen guten Fußball spielen. Und dann müssen wir gute Ergebnisse liefern. Und dann schauen wir auf die Tabelle. Also es bleibt erstmal alles ganz gelassen und ganz ruhig in Bremen. So soll es sein. Ob die ollen Regenwolken vom Schwarzwaldrand mit nach Bremen gezogen sind, wissen wir nicht. Nur, dass es ungemütlich war diese Woche. Im Norden genauso wie im Süden.